Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Ich bin nun in der dritten Urlaubswoche angekommen und wir sprechen über die zweite Urlaubswoche, die nicht ganz so lesereich war wie die Vorwoche, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil ich trotz, dass es ein bisschen weniger ist, 5 Bücher gelesen habe, beziehungsweise 3 echte Bücher gelesen habe und 2 Hörbücher genossen habe und da wirklich auch ein richtig tolles Highlight dabei war. Und ja, wenn ihr jetzt die Bücherwoche seht, ist im Grunde der Urlaub schon so gut wie gelaufen, aber ich bin noch ziemlich am Anfang der Woche und genieße die Tage noch. Heute ein bisschen wechselhaftes Wetter, wie gefühlt den ganzen Urlaub über, aber ich hoffe, das hält einigermaßen vom Licht jetzt stand. Ich wollte jetzt nicht die Softbox vom Dachboden holen und dachte, das kriegen wir bestimmt auch so hin. Zudem bin ja gar nicht ich hier so interessant, sondern es soll ja um die Bücher gehen. Ja, bevor ich was zu den Büchern sage, möchte ich noch eine Ankündigung für 2 Hangouts in der kommenden Woche machen. Und zwar am Dienstag, das müsste der 13. Juli sein, so ab 19.30 Uhr. Mache ich zusammen mit der lieben Anka die Neuerscheinungen für das dritte Quartal. Es ist echt verrückt. Das dritte Quartal ist schon angebrochen. Und am Freitag, den 16. auch 19.30 Uhr, gibt es wieder einen Kingsiana Hangout. Ich glaube diesmal bei Phil oder Thorsten. Ich bin mir gerade unsicher. Aber folgt uns da gerne mal auf Instagram. Da wird es auf jeden Fall noch ein bisschen Werbung und Infos geben. Ich glaube, es müsste bei Phil sein, wenn ich mich recht erinnere. Aber ja, das seht ihr. Dann auf jeden Fall folgt uns da gerne auf Instagram. Und ja, 2 Hangouts in der Woche. Ich freue mich sehr. Es wird dann wahrscheinlich auch die Woche drauf der Hangout mit der lieben Becky sein zum Quartalsrückblick. Aber das erfahrt ihr dann auf jeden Fall in der nächsten Bücherwoche. Das Wetter war recht herbstlich in meiner zweiten Urlaubswoche mit viel Regen und auch unseren geplanten Wanderungen, die dann wirklich wortwörtlich ins Wasser gefallen sind. Das ist halt mega schade und ja, jetzt könnte man bei dem Wetter bestimmt auch wandern, aber durch Matsch und Regen laufen, da bin ich einfach nicht der Typ für. Und das fand ich ein bisschen schade, dass unsere Wanderpläne so diesen Sommer oder diesen Urlaub so durchkreuzt wurden. Hoffen wir jetzt einfach, dass der Juli, August noch schöne Wochenenden für uns bereithält, wo man das dann so ein bisschen aufholen kann. Ich bin bei sowas immer froh, dass man dann doch nicht irgendwie in Deutschland irgendwie Urlaub macht. Es war ja so eine Überlegung, ob wir 4-5 Tage an die Ostsee fahren, wenn es dann 4-5 Tage nur regnet. Also ich würde mich da wirklich super ärgern, auch wenn keiner für das Wetter was kann. Da weiß ich dann immer, warum es bei mir dann doch eher ein bisschen weiter weg geht, wo dann doch das gute Wetter so mehr oder weniger eine Garantie ist. Aber ja, ist dieses Jahr, zumindest jetzt für die Sommerzeit, nicht so in meiner Vorstellung. Mal sehen, was vielleicht der Herbst bringt. Aber ja, was bis dahin ist, das kann man heute ja noch gar nicht so richtig sagen. Ja, aufgrund des herbstlichen Wetters bin ich dann auf etwas ausgewichen, was ein bisschen Zeit gefressen hat. Und ich habe auch einen coolen Film angeschaut. Noch nicht im Kino, die sind bei uns erst seit 1. Juli ja wieder auf. Aber zumindest dann schon auf Blu-ray und habe mich sozusagen auf einen Kinobesuch vorbereitet. Ich habe wieder Schnipsel gedreht über die ganze Urlaubswoche. Ich habe auch euer Feedback in der letzten Bücherwoche gelesen. Vielen, vielen Dank. Freut mich, dass es euch genauso gut gefällt wie mir, im Grunde am gleichen oder am nächsten Tag den Schnipsel zu drehen. Es wird sich halt in der Arbeitswoche nicht so richtig lohnen, weil in der Regel, wenn ich da 2-3 Bücher lese, höre, dann ist das natürlich schon so, dass ich die oft gleichzeitig ziemlich am Ende der Woche abschließe und dann ist auch die Bücherwoche nicht mehr so fern. Deswegen war das jetzt im Urlaub tatsächlich super praktisch und schön und auch was dann das Schneiden für die Bücherwoche letzte Woche anging, richtig praktisch. Ich werde es auch jetzt noch in der dritten Urlaubswoche machen. Aber ich glaube, dass wir dann wieder auf einen normalen Rhythmus gehen. Mal sehen. Also ich überlege noch, ob man vielleicht das erste Buch der Woche als Schnipsel einblendet oder, aber das werde ich dann einfach mal sehen, wie das so in der Arbeitswoche sein wird. Und freut mich aber, dass es euch gefallen hat, dass ihr mir Feedback dagelassen habt. Immer gerne in die Kommentare, wenn euch was nicht gefällt, aber natürlich auch, wenn ihr irgendwas gut findet oder auch zu den Büchern, dass wir uns austauschen. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich werde auch wieder Timestamps in die Infobox packen. Ich glaube auch, dass das relativ praktisch ist, werde jetzt so kurz die 5 Bücher vorstellen, werde dann auch reinschreiben, wann das allgemeine Urlaubsgeplaudere sozusagen losgeht und alles in der Infobox, auch die Bücher, schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr da irgendwie Infos braucht.
Alles in der Infobox. Die Woche hat mit einem Highlight gestartet, nämlich The Comfort Book von Matt Haig. Durfte ich dank vorablesen.de vorab lesen und bin da sehr happy drum und habe ich super gerne gelesen. Dann war ich in Thriller-Laune, nachdem mir Saving Grace so gut gefallen hat, habe ich dann Mörderfinder gehört von Arno Strobel. Ein Thema, mit dem ich nicht ganz so gerechnet habe, als ich das Buch mir geholt habe, dank Anka, aber schon wusste, in welche Richtung es geht. Aber auch hier, wirkliche Empfehlung, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das nächste Highlight der Woche ist dann Pfoten weg. Ich habe das als Buch. Pfoten weg von Harpe Kerkeling habe ich sowohl als Buch als auch als Hörbuch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Darüber bin ich wirklich sehr dankbar und freue mich da sehr darüber und habe hier Markierungen vorgenommen, aber es eigentlich gehört, weil es auch von Harpe selbst gelesen war und ja, ich habe es abgöttisch geliebt. Dann als E-Book gelesen habe ich Die stillen Gefährten von Laura Purcell. Das ist ja ein viktorianischer Gruselroman aus dem Fester Verlag. Da war ich super neugierig, habe ich bei einigen Booktubern gesehen. Ja, da war ich doch sehr überrascht. Und das letzte Buch der Woche ist dann Taste of Love, der Auftakt einer vierteiligen Reihe, glaube ich, von Poppy J. Anderson, Geheimzutat Liebe. Da sollte es dann eben nach Thriller und ja, einem Gruselroman ein bisschen leichter zu gehen. Und dann dachte ich tatsächlich eigentlich, dass ich vielleicht noch das Hörbuch, was ich Sonntag beende, habe dann aber Sonntag mir gar keinen Stress gemacht und das Hörbuch seht ihr dann erst in der nächsten Bücherwoche, weil ich es dann eben nicht beendet habe. Dementsprechend wird jetzt auch der letzte Schnipsel tatsächlich nicht so sein, wie beim letzten Mal, dass ich den dann jetzt erst mit der Bücherwoche drehe, weil ich eben dachte, es kommt noch was, aber ja, manchmal täuscht man sich eben auch. Ja, ich packe die Bücher und die Timestamps unten in die Infobox und jetzt kommen ja die kleinen Schnipsel. Das erste Buch in meiner zweiten Urlaubswoche ist The Comfort Book von Matt Haig. Das ist ein neues Buch, was jetzt auch, ich glaube, am 1. Juli erschienen ist, wie auch immer wir es sehen wollen. Mir wurde es von vorablesen.de ja, zur Verfügung gestellt. Ich hatte hier Glück, habe ja, gewonnen und durfte es dementsprechend auch vorab schon lesen. Und das habe ich jetzt auch getan, weil ich so dachte, ja, jetzt passt, glaube ich, auch die Bücherwoche ganz gut, dass es nach dem 1. Juli ist und dass ihr auch da frühestmöglich einfach eine Rezension von mir habt, wie ich denn das neue Buch von Matt Haig so finde. Ja, viele wissen ja, dass ich ein großer Matt Haig-Fan bin, dass ich besonders ich und die Menschen wirklich großartig fand, dass ich aber auch mega enttäuscht war in diesem Jahr von der Mitternachtsbibliothek. Das war ja wirklich, obwohl es schon gut geschrieben war, ist es trotzdem nicht an meine Erwartungen herangekommen. Es war für mich ein Flop, hat, glaube ich, zwar irgendwas so um die 3 Sterne bekommen, weil sprachlich war es gut und Matt Haig hat schon so ein bisschen was eingebaut, was ich gut fand, aber ich war da schon sehr enttäuscht. Und ja, umso überraschter war ich, als ich gesehen habe, dass in diesem Jahr noch ein Buch von ihm herauskommt, zudem in diesem wirklich großartigen Cover, wie ich finde. Also schreit förmlich ja Leben und Freude und Positivität und Optimismus und all das, was ich besonders in diesem Jahr auch brauche. Vorab, das Buch ist kein Roman. Es wird hier keine Geschichte erzählt, sondern Matt Haig hat eine Sammlung von Gedanken, Gedichten, Ideen, positiven Tipps zum Hier- und Jetzt-Leben zusammengetragen, hat es ja mal kürzer, mal länger auf einer Seite auf bis zu 5 Seiten geschrieben und er schlägt eben auch selbst vor, man greife in dunklen Momenten seines Lebens einfach zu diesem Buch, schlage es auf und man findet auf jeden Fall etwas Positives, etwas Gutes, man findet einen Ratschlag, ein Zitat, man findet Interpretationen, was er über Filme denkt, Musik, was er auch aus Büchern herausnimmt. Es sind auch einige Buchtipps mit enthalten, die ich mir auch noch rausgeschrieben habe oder beziehungsweise separat dann auch markiert habe. Es gibt auch diesmal einiges an Markierungen, weil mir vieles in diesem Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Vorab möchte ich wirklich sagen, jeder kann zu diesem Buch greifen und es sollte auch jeder zu diesem Buch greifen. Für mich definitiv ein Highlight, wenn ich auch gar nicht so richtig formulieren kann, warum es so der Fall ist. Denn es ist natürlich wirklich so, dass wir eine Sammlung haben von positiven Gedanken, Tipps, Impulsen, dass man sagt, ja, hat man vielleicht alles schon mal irgendwie gesehen und gehört. Allerdings merkt man, dass viele dieser Impulse und Gedanken von Matt Haig in seinen dunkelsten Stunden wohl entstanden sind und wie sie ihn eben
nach oben gezogen haben, eben wieder ans Licht oder an ein helleres, positiveres Leben. Und ich finde, hier merkt man, wenn er sich Gedanken notiert hat, in seiner Depression, in seiner Krankenphase, eben in dieser Dunkelheit, was ich ja immer wieder sehr kritisiere an der Mitternachtsbibliothek, dass mir die Depression nicht realitätsnah gezeigt wurde, sozusagen. Und hier merkt man aber, dass wir viele Gedanken haben, die er eben getroffen, gefällt hat, geschrieben hat, als es ihm nicht gut ging, wie er sich da vielleicht auch tatsächlich diese Dunkelheit heruntergeschrieben hat und wie gut es wohl tat, dass er das wirklich gemacht hat. Und das fand ich hier sehr, sehr beeindruckend. Und man merkt auch, es gibt eine Geschichte von ihm und seinem Vater im Wald. Und man merkt, dass Wald ihn auch sehr, sehr beschäftigt. Ist etwas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich keine Ängste oder irgendwas in Richtung Wald habe, aber ich kann natürlich durchaus nachvollziehen, dass was er uns hier erzählt, welche Ängste er durchsteht und wie er diese Ängste eben immer wieder angeht, wie er etwas Positives daraus macht, und das eben als Beispiel hat mir unglaublich gut gefallen. Also ich fand es toll, welche positiven Impulse wir bekommen, welche Gedanken er zu Musik, Filmen und Ähnlichem hat. Es gibt hier auch Playlists, die gute Laune machen, Filme, die man gesehen haben muss, Bücher, die eben auch etwas ganz Besonderes in ihm auslösen. Nicht immer, weil sie besonders gut vielleicht sind, sondern eben, weil sie ihn mit einem Gefühl zurücklassen. Und es ist hier auch eine Filmliste enthalten, wo ich, glaube ich, bis auf ein oder zwei Filme wirklich gekannt habe und ich genau verstanden habe, warum er diese Filme ausgewählt hat. Und das, ja, fand ich einfach so großartig. Also wirklich eine Empfehlung, nicht nur, wenn man vielleicht irgendwie negative Gedanken hat oder irgendwie gerade vielleicht auch etwas zu verarbeiten hat, so wie es ja bei mir auch noch der Fall ist. Ich glaube, dass dieses Buch wirklich jedem gut tut, der hier etwas aufschlägt, nachliest, immer mal wieder hineinblickt. Wie gesagt, ich habe auch selbst einige Markierungen gemacht und habe das wirklich sehr, sehr genossen, auch zu lesen. Ich habe hier zum Beispiel eine Markierung beim Thema Die Kraft des Warums. Und da ging es um das Schreiben, denn Schreiben ist eine Art des Sehens, eine Möglichkeit, deine Unsicherheiten deutlicher zu erkennen, eine Möglichkeit, deine Zweifel und Träume zu beleuchten und zu begreifen, worum es eigentlich geht. Schreiben kann eine Menge Sorgen im hellen Licht der Wahrheit zum Verschwinden bringen. Fand ich richtig, richtig toll. Es gibt ja zum Beispiel die Morgenseiten, mit denen ich nicht ganz so viel anfangen kann. Bei mir sind es ja eher die Abendseiten. Und das bringt tatsächlich etwas, wenn man den Abend mit Dankbarkeit und Gedanken über sich, sein Leben, den Tag einfach nochmal niederschreibt. Und das macht, finde ich, tatsächlich sehr viel und verändert etwas in einem. Dann das Thema Glück. Glück stellt sich ein, wenn du vergisst, wer du eigentlich sein solltest oder was man von dir erwartet. Glück ist ein Nebeneffekt der Selbstakzeptanz. Es ist der warme Luftzug, den du spürst, wenn du die Tür zu deinem Selbst öffnest. Das ist eben auch etwas, was mit Haig immer sehr wichtig ist, dass man eben man selbst sein soll und wirklich, ja, im Grunde sich suchen soll. Aber natürlich ist das gar nicht so leicht. Und das stellt er in diesem Buch eben auch fest. Denn was bedeutet schon, sei einfach du selbst? Und das, ja, hier hat er ganz viele Tipps mit drin, wie man sich dieser Frage im Grunde auch einfach mal anders stellen kann. Dann geht es um das Thema Erfahrung und da fand ich auch diesen Satz so ganz beeindruckend. Wir sind nicht das, was uns widerfährt. Und hier möchte er wirklich eben sagen, dass man sich eben von seinen Erfahrungen eigentlich lösen sollte, weil man ist eben nicht, was einem widerfährt, sondern natürlich, was man irgendwo daraus macht. Und ja, da habe ich auch ein Gedicht mir markiert, also wirklich ein tolles Buch, was mir viel zu denken gegeben hat, was mich sehr begeistert hat, was mich berührt hat, was auch wirklich ja, in mir auch so ein paar Knöpfe angedrückt hat. Und das fand ich wirklich richtig, richtig toll. Also absolute Empfehlung, tolles Highlight, ein richtig tolles Buch und ich kann es wirklich nur empfehlen. Und das war wirklich ein sehr positiver Start in die zweite Urlaubswoche. Das zweite Buch meiner zweiten Urlaubswoche ist auch gleichzeitig das 20. Buch, was ich noch im Juni beendet habe. Es ist der dritte Thriller des Monats und es ist ein weiteres Highlight. Es ist Mörderfinder von Arno Strobel, der Auftakt einer neuen Reihe rund um Max Bischoff. Ich konnte noch nicht herausfinden, wie viele Teile hier Arno Strobel plant. Ich habe eben nur mitbekommen, dass es eben der Auftakt ist. Also es wird mit Max Bischoff Teil 1 auch beschriftet. Das Buch ist im März diesen Jahres erschienen. Ich habe mich für das Hörbuch entschieden, denn es wird gesprochen von
Dietmar Wunder, dem ich super gerne lausche, den ich schon in vielen Hörbüchern wirklich mein Ohr geliehen habe und der mir eben im Vorlesen immer sehr, sehr viel Spaß macht. Man kennt den Ermittler Max Bischoff wohl aus früheren Thrillern von Arno Strobe. Ich habe bisher ja nur 3 Bücher von ihm gelesen und freue mich auch im Herbst schon auf das nächste, was ja dann in die Richtung Offline und die App geht. Das heißt ja irgendwie Sharing oder irgendwie sowas. Und ist ein bisschen abseits von diesen reinen Ermittlungsthrillern oder Krimi-Thrillern, wie auch immer wir das betiteln wollten. Das Besondere an Max Bischoff ist, also was ihn als Ermittler besonders macht, ist, dass er ein gewisses Gespür hat, was eben Fälle angeht, was Täter angeht, was auch Opfer angeht. Zudem ist er erst Anfang, Mitte 30, während man ja oft auf Ermittler trifft, die eben ja schon viel älter sind, also vielleicht so Anfang 50, das klingt jetzt anders, wie ich das meine, aber ihr versteht bestimmt, was ich damit sagen möchte. Und er eben ja noch so in der Blüte, sag ich mal, seiner Karriere steckt, in diesem Aufschwung, aber ihm eben jetzt auch Dinge passiert sind in seinen letzten Fällen, die ihn eben zum Umdenken gebracht haben. Er selbst unterrichtet jetzt Polizeistudenten, möchte ihnen Dinge auf den Weg geben, wo er sich gewünscht hätte, dass sie ihm jemand auch auf dem Weg gegeben hätte. Doch eines Tages kommt ein Mann zu ihm, der eben sagt, meine Tochter ist vor 6 Jahren verschwunden, ich weiß nicht, wo sie ist, doch auf einmal scheint sie wieder aufgetaucht zu sein, denn es steht der Schulkoffer da, die Jacke da, es sind eben Dinge von seinem Kind aufgetaucht und er bittet jetzt Max, weil er eben um dessen besonderes Gespür weiß, dass er die Tochter finden soll oder herausfinden soll, was es jetzt hier auf sich hat. Und er merkt auch recht schnell, also Max merkt auch recht schnell, ja, da kommt er als Privatermittler gar nicht so weiter, er wendet sich natürlich an die Polizeistellen, an seinen früheren Kollegen, lernt einen neuen Polizeioberkommissar, war, glaube ich, der erste Oberkommissar, also er hat da auch darauf bestanden, dass man seinen Dienstgrad korrekt ausspricht und oder ihn dann auch betitelt. Und so kommen wir in einen Strudel von natürlich schon irgendwie Ermittlungsarbeit, von ja, verschwundenen Kindern. Recht schnell wird klar, dass das Thema auch in Richtung Pädophilie geht, was ich sehr harten Tobak finde. Also immer wenn es um Kinder geht und Tiere geht, da merke ich, dass da meine Grenzen definitiv ja schon recht schnell im Grunde angekommen sind, an der Grenze so rum. Es war hier aber wirklich unfassbar spannend. Also man sollte vielleicht schon wissen, dass wir hier wirklich, dass es hier um Kinderverschwinden geht, um sexuelle Übergriffe an Kinder. Das finde ich, sollte klar sein. Das ging bei mir, glaube ich, aus dem Klappentext, hatte ich das nicht so vor Augen. Wird aber relativ schnell klar in der Geschichte, also es ist jetzt auch kein Spoiler. Das Besondere, und das möchte ich wirklich betonen hier an Arno Strobel, ist aber, dass er die Kamera nicht drauf hält. Also das fand ich wirklich bemerkenswert, dass die Spannung aufgebaut wird. Es wird packend erzählt. Wir lernen Max Bischoff kennen, seine aktuelle Situation, seinen Antrieb, seine Motivation, was dahinter steht, warum er diesem Mann jetzt helfen möchte. Auch wie er so ein bisschen die Gesetze, die Grenzen der Vorschriften und so überschreitet, aber so ja, des normalen Möglichen vielleicht noch. Und wie auch so ein bisschen Polizeiarbeit drumherum geht, welche Verdachte es gibt, in welche Richtungen ermittelt werden kann. Wir werden natürlich auch mit Lügen konfrontiert und aber auch mit dem Feingespür von Max Bischoff. Und ich habe diesen Charakter wirklich unglaublich ins Herz geschlossen. Das muss ich einfach mal sagen. Das hat Arno Strobel ganz wunderbar gemacht. Und ich habe tatsächlich am Ende auch ein Tränchen verdrückt, wegen etwas ganz anderem, was mich aber emotional so berührt hat. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet und ich war wirklich total bestürzt, wie es da passierte, was da passierte und warum. Und dachte wirklich, ich glaube, ich habe selten mal in einem Thriller geweint. Das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Emotionen. Natürlich, auch durch das Kinderthema, hat man natürlich auch relativ schnell Bilder vor Augen und auch schnell so eine Beklemmung. Das hat Arno Strobel unglaublich gut gemacht. Und das Buch reißt einen mit. Also man kommt in diesen Hörsog und man ist da drin und man hört und man hört und man hört. Und man merkt, wie man immer mehr da drin ist, wie man auch irgendwie so einen Hass irgendwie bekommt, auch wenn man dann eben mitbekommt, wie Ermittler, welche Grenzen es da gibt und so weiter. Und natürlich ist das wichtig und es muss Grenzen geben, aber
da merkt man so richtig, wie einem eigentlich die Hände gebunden sind. Und das hat man wirklich gespürt. Also wie es Max und seinen Kollegen im Grunde drumherum geht. Und das fand ich faszinierend. Zudem, das habe ich vorhin angesprochen, hält eben Arno Strobel auch nicht drauf. Das heißt, uns werden Szenen natürlich schon angedeutet. Ich finde aber, dass er rechtzeitig vorher wirklich abblendet, was ich einfach super wichtig finde. Ich bin kein Freund von Thrillern, wo auf das Gemetzel draufgehalten wird. Ich mag das nicht, wenn es irgendwie blutig wird oder ähnlichem. Ich fand da auch immer die Smokey Barrett-Reihe, wer die von Cody McFadden kennt, da fand ich das eigentlich schon zu viel, weil da ist so volle Kanne draufgehalten worden, bis das Blut keine Ahnung wohin spritzt. Das war mir persönlich immer viel, viel zu viel. Und Arno Strobel schafft es, das Thema sehr respektvoll anzugehen, es auch wirklich gut zu beschreiben, sich da auch vielleicht objektiver tatsächlich ein bisschen leiten zu lassen, wie er Dinge beschreibt, also dass es nicht gleich so verurteilend ist. Und eben dieses Wegblenden. Und er blendet für mich auch wirklich so gut weg, dass gar nicht die Fantasie zu sehr selbstständig wird, wie es ja oft Stephen King macht, dass ja da gerade das Wegblenden eigentlich das Schlimme ist, weil man, weil das Grauen im Kopf ein ganz anderes ist. Ich finde, dass das Arno Strobel wirklich perfekt gemacht hat. Deswegen auch wirklich volle Punktzahl von mir für diesen Thriller, der mich gut unterhalten hat, der packend war, spannend war, den ich super gerne auch gelauscht habe und der mir wirklich Spaß gemacht hat. Trotz des harten Themas, und das muss ich echt sagen, das ist, glaube ich, nichts für Feinfühlige. Ja, also ich habe schon gemerkt, wie es so 4, 5 Szenen gab, wo ich dachte, ja, oh, mach die Augen zu. Aber das nützt natürlich nichts, wenn man es auf den Ohren hat, weil, ja, ihr versteht. Also wirkliche Thriller-Empfehlung oder Krimi-Thriller-Empfehlung, ich würde es schon eher so ein bisschen als eine Mischung wahrscheinlich sehen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat mich wirklich sehr gepackt, hat mich gut unterhalten und mal sehen, ich glaube, ich habe noch 2, 3 ungelesene Thriller hier stehen, wenn ich gerade so in Thriller-Laune bin, vielleicht geht es da im Urlaub irgendwie und jetzt auch im Juli mal wieder weiter. Der Sommer ist ja per se sowieso ein bisschen besser geeignet, um Thriller zu lesen, auch wenn wir gestern und heute nicht gerade perfektes Lesewetter hatten. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ja, mal sehen, mit was es als nächstes weitergeht. Ihr werdet es ja sozusagen gleich sehen. Gefühlt regnet es schon die ganze Woche und auch wenn ich die Sonne sehr, sehr liebe und vermisse, möchte ich mich über das schlechte Wetter gar nicht beschweren, denn ich habe Urlaub und ich sitze trocken. Bei 15 Grad eher kalt und deswegen echt im Fließpulli. Es ist ein bisschen verrückt, ist es schon, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber so habe ich ganz viel Zeit, um Sims zu spielen. Das habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen. Und auch im neuen Buch von Harpe Kerkeling zu lesen bzw. darin zu hören. Meine Katzen, andere Katzen und ich, Pfoten vom Tisch, ist der Titel. Mir wurde sowohl das echte haptische Buch als auch das Hörbuch vom Verlag zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Besonders auch für das Special-Paket, was ich vom Verlag bekommen habe mit so einem Katzenminzefisch für meine Tiger samt Naschereien für mich als Mensch sozusagen. Und hat mich mega gefreut. Das Unpacking habe ich in der Highlight-Story auch auf Instagram. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, findet ihr unten in der Infobox. Ich bin ein großer Fan von Harpe Kerkeling. Ich mag seine Art, wie er Humor macht, wie er die Welt sieht, wie er Dinge beschreibt, wie er Menschen, Persönlichkeiten wahrnimmt, wie er das im Grunde einfach beobachtet und weitergibt. Ich habe so gut wie alle seine Bücher gelesen, gehört und das auch in mehrfachen Ausgaben. Und ich habe mich sehr gefreut, was er uns hier als Katzenliebhaber, als Tierliebhaber erzählen wird. Und ja, Harpe beginnt eben in seiner Kindheit, nach dem frühen Tod seiner Mutter, wächst er ja bei seinen Großeltern auf und da erzählt er uns eben so die ersten Erfahrungen, die er zu einem Hund hat. Zum anderen natürlich dann auch zu seiner ersten Katze. Weiterführend dann eben auch in seiner Geschichte, wie er zu 2 anderen Katzen gefunden hat, wie er zu seinen italienischen Katzen gefunden hat, beziehungsweise die ihn gefunden haben. Und wie sein Leben so aussieht mit Katzen und auch ohne. Und dass dieses aber definitiv nicht lebenswert ist. Er erzählt uns aber nicht nur von seinen eigenen Katzen, sondern eben durchaus von Bekannten, Freunden, die eben auch Katzen haben. Er erzählt uns hier auch einige Dinge, die wie eine Art Ratgeber zu sehen sind. Er bespricht im Grunde, was man als Mensch unterstützend machen kann, wenn man eben eine Katze zu sich holt, wie so die ersten Tage aussehen könnten, wie man mit Katzen spielt, wie man Katzen beobachtet, die Körpersprache der Katzen, was das unterschiedlich
unterschiedliche Miauen bedeuten kann, wirklich großartig. Ich habe da all meine Katzen wiedergefunden. Also faszinierend, wie gut er das beobachtet hat. Er spricht über ja, die beliebtesten Katzenrassen, was so die Charaktereigenschaften sind, wie unterschiedlich diese sind. Und da konnte ich auch nur nicken. Er spricht natürlich auch so ein bisschen über ja, Aberglauben, zum Beispiel schwarze Katzen, rote Katzen und dass die aber je nach ja, Glaubensrichtung eben ganz unterschiedlich betrachtet und gesehen werden. Und er macht das richtig, richtig toll. Für mich ein wirkliches Highlight-Buch. Ich habe Harpe Kerkeling unglaublich gerne gelauscht. Er spricht das Hörbuch selbst und das macht er so sympathisch und authentisch, wie er auch dieses Buch geschrieben hat. Es macht unfassbaren Spaß. Seine Liebe zu seinen Katzen, zu Tieren im Allgemeinen hier, ja, im Grunde zu spüren, wie er auch uns ein bisschen aus den Zeiten seines Lebens erzählt. Also es ist durchaus eben auch autobiografisch und wie er eben auch verschiedene Momente, Geschehnisse mit etwas verbindet. Und ich habe so unfassbar viel gelacht über Trotteligkeiten der Katzen, über die Ansicht, dass ja, die Katze auch nur so intelligent sein kann wie sein Frauchen Herrchen. Ja, da ist vielleicht tatsächlich auch schon was dran. Und ja, wie die schönen Momente in seinem Leben auch immer mit Katzen verstärkt wurden, wie er auch mit Katzen gereist ist und spätestens, wenn man bei diesen Flughafenszenen ist, da kann man eigentlich nur vor Lachen am Boden liegen. Das war so unterhaltsam, so großartig. Und gleichzeitig gibt es dann aber Momente, wenn er eben Abschied von seinen Katzen nehmen muss und damit ist dann der ewigliche Abschied gemeint. Oh, spätestens da sind bei mir alle Dämme gebrochen, weil ich das so nachvollziehen konnte, wie schlimm dieser letzte Gang ist und gleichzeitig aber, wo man dann eben doch glaubt, dass man etwas richtig macht. Und ich darf da gar nicht weiter drüber nachdenken, weil da brechen bei mir direkt alle Dämme und ja, da habe ich auch Taschentücher definitiv gebraucht. Und ja, er erzählt uns auch darin, wie faszinierend eben Katzen sind, wie sie der Lehrmeister des Buddhismus sind, denn sie sind im Hier und im Jetzt und man ist mit einer Katze immer im Hier und Jetzt und wie man eben hier wirklich zu einem achtsamen Leben kommt. Und ich fand es toll, dass er meine Gedanken hier in Worte geformt hat, weil das auch etwas ist, was ich immer gespürt habe und immer spüre, wenn meine Katzen hier sind, dass wir jetzt sind und hier sind und alles genau richtig ist, weil wir jetzt hier sind. Und ja, das hat er so toll in Worte gefasst. Das fand ich einfach richtig, richtig großartig. Ich mochte, wie er die Welt sieht, wie er die Tiere sieht, wie er auch beschreibt, wie er wohl auf seine Katzen reagiert, wie seine Katzen auf ihn reagieren und wie er für seine Katzen sein muss, so rum. Und das hat er so unfassbar unterhaltsam gemacht. Also es ist einfach Harpe, wie man ihn kennt, wie man ihn liebt. Es ist ein Tierliebhaber, der natürlich schon mal auch den Vergleich zu Hunden anfängt und auch mit Hunden tatsächlich anfängt. Und man denkt sich, sollte es hier nicht um Katzen gehen? Das Buch ist definitiv für alle Menschen geeignet und auch absolut empfehlenswert, wer Tiere mag. Dabei ist es ganz egal, ob Hund, Katze, Maus oder Schlange. Jeder Tierliebhaber wird sich darin wiederfinden, wird eine tolle Tiergeschichte erleben oder Tiergeschichten, denn es sind ja durchaus mehrere Katzen, die hier eine große Rolle spielen. Und ich glaube, dass dieses Buch wirklich für jeden ist. Es ist auch für Menschen absolut geeignet, die vielleicht tatsächlich darüber nachdenken, sich ein Tier zu holen, eine Katze zuzulegen oder zwei, weil hier wirklich tolle Tipps drin sind, wie man eben auch seine Katze irgendwie versteht und wie man es der Katze eben auch leichter machen kann, dass sie einen selbst versteht. Und da habe ich selbst, obwohl ich schon gefühlt immer Katzen habe, noch das ein oder andere, vielleicht nicht neue, aber mit neuen Impulsen mitbekommen. Super spannend fand ich hier hinten drin und ich habe einige Markierungen gemacht, dass er über eine Massage an der Katze spricht, nämlich die Minzenmassage, den Tellington Touch. Und das habe ich mir direkt mal markiert und er spricht hierüber auch über Reiki an Katzen. Das finde ich super spannend. Eine liebe Freundin von mir und ich sind so ein bisschen im Austausch über das Thema Reiki oder Reiki, wie auch immer wir es aussprechen wollen. Und dass er hierüber spricht, dass er eben selbst Reiki-Meister ist. Ich kriege jetzt nicht mehr ganz zusammen, was wirklich der Meister direkt war. Und er eben durchaus hier auch seinen Katzen unterstützend sozusagen etwas Gutes tut. Und da habe ich echt gedacht, das ist manchmal schon gruselig, wie so Kreise sich irgendwie schließen. Also total faszinierend. Ja, einige Markierungen vorgenommen, einiges nochmal gelesen, erst gehört und dann die Passage nochmal gelesen. Es war einfach großartig, es war super unterhaltsam. Ich habe es sehr genossen und hatte super viel Spaß. Und ich finde es einfach toll, wenn Harpe vorliest, das sollte er viel, viel öfter machen. Und man sieht hier auch im Innenteil
dann eben ja, die verschiedenen Katzen, die ihn hier beschäftigen, die in seinem Leben ein Teil davon waren. Und das fand ich auch richtig, richtig toll. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Katze er hier so geschickt um den Hals hat. Weil ich dachte gar nicht, dass er eine braune Katze hat. Aber wahrscheinlich ist es eine geliehene Katze, die einfach gerade mal abgehalten hat. Ja, und so trägt man dann auch Pelz. Das ist die einzige Art, wie der Mensch Pelz tragen sollte, nämlich lebendig um den Hals. Und ja, tolles, tolles Buch, absolute Empfehlung. Wirkliches Highlight, Habe Kanz einfach. Und ich freue mich sehr, wenn wir ihn jetzt vielleicht öfter wieder im Fernsehen auch zu Gesicht bekommen oder in Filmen. Und ja, vielleicht sitzt er irgendwann nochmal mit seinen Katzen in Italien an einem neuen Buch und verwöhnt uns dann wieder mit wunderbarer Unterhaltung und ja, einfach großartig. Nach dem unterhaltsamen Buch von Habe Kerkeling hatte ich ein wenig Lust, mich zu gruseln und habe zu Die stillen Gefährten von Laura Purcell gegriffen. Das ist ein Buch aus dem Fester Verlag, diesmal aber nichts Blutrünstiges oder extremer Horror, sondern es wird mit Untertitel beschrieben, eine viktorianische Geistergeschichte. Das Buch selbst ist mir bei einigen Booktubern aufgefallen, wie Jenny, Ramona oder auch Steffi vom Buchschnack. Und ja, das hat einen wunderschönen goldenen Buchschnitt. Und ich habe lange, lange überlegt, ob ich mir dieses Buch hole aufgrund der Optik. Dachte dann aber, nein, Steffi, reiß dich zusammen, hol dir das günstige E-Book. Ich glaube für um die 6 Euro, was ich wirklich einen sehr angenehmen E-Book-Preis finde. Und ja, so ist das, ich glaube, dritte Festerbuch bei mir eingezogen. Das erste war, und auch das zweite, war die Reihe um Swan's Song, was ja wirklich eine tolle postapokalyptische Geschichte war, die mich sehr, sehr begeistert hat. Und ich glaube, ich habe auch noch ein Buch hier von Joe Hill, das, glaube ich, im Fester Verlag erschienen ist, aber das ist noch nicht gelesen. Dementsprechend, ja, zählt das noch nicht so ganz rein. Aber ich finde schön, dass der Fester von diesen extremen, blutrünstigen Büchern, die ja durchaus ihre Daseinsberechtigung haben, so ein bisschen vielleicht auch in den Grusel-Horror kommen, wie hier eben bei Die stillen Gefährten, was mich eben auch so durch das Viktorianische angesprochen hat. Wir befinden uns in England irgendwie im Jahr 1800 und ein paar 60. Wir haben auch verschiedene Zeitebenen und wir treffen auf Elsie, die sich reich verheiratet hat. Und wir begegnen ihr aber erst, als ihr Mann gestorben ist und sie zusammen mit seiner Cousine auf dem Weg zum Landgut, zum Landsitz sind. Dort ist sie schon so ein bisschen, ja, erschüttert, was sie da vorfindet, wie dieser Ort ist. Sie erfährt auch recht schnell, dass die Leute in dem Dorf, in diesem Städtchen, ja, dieses Haus meiden, weil es eben gruselig ist, weil es spukt. Und so richtig mag Elsie daran aber nicht glauben. Zumindest bis sie eben eines Tages selbst eine verschlossene Tür findet, beziehungsweise es auch merkwürdige Geräusche gibt in diesem Haus und sie dann eben auch ein Tagebuch findet, das, ich glaube, über 200 Jahre alt war. Und ja, ihr dann irgendwann auch eine Art lebensgroße Holzfigur über den Weg läuft und ja, das sich als stille Gefährtin, stille Gefährten herausstellt. Und es passiert hier eben allerhand in dem Haus, aber eben auch in einer anderen Zeitebene sozusagen, wo wir uns ja in einer Art Klinik befinden, wo eben etwas aufgelöst werden soll und begegnen hier eben Elsie in verschiedenen Abschnitten ihres Lebens. Der Anfang war ein bisschen holprig für mich. Ich muss ehrlich sagen, es hat schon ein bisschen gedauert, bis so dieser, ja, historische Horror sozusagen begonnen hat, bis ich irgendwie in dieser Zeit war, bis ich in England war. Es war nicht sehr bildhaft gestaltet, es war auch sprachlich total modern, überhaupt nicht dieser Zeit angepasst und ich habe mir sehr schwer getan, mir vorzustellen, dass ich eben irgendwo im 19. Jahrhundert bin. Das finde ich wirklich mega, mega schade, dass, wenn ich eine Geschichte in dieser Zeit spielen lasse, würde ich es mir schon sehr wünschen, dass man auch sprachlich, zumindest wenn die Leute sich miteinander unterhalten, dass das so ein bisschen dem nahe kommt, ja, vielleicht nicht hundertprozentig, aber dass zumindest so gewisse Gepflogenheiten, die sprachlich da einfach vorhanden waren, dass die irgendwie eingehalten werden würden. Das finde ich tatsächlich super, super schade. Es hat also einen Moment gebraucht, bis ich in der Geschichte war, bis ich mich in dieser Zeit irgendwie hineinversetzt gefühlt habe. Doch als dann eben wirklich so ein bisschen dieses etwas Gruseligere begonnen hat, da war ich wirklich drin. Es wurde spannend, es war sehr packend, es war wirklich so ein bisschen atemanhaltend und ich konnte es zum Glück ohne Licht lesen, weil mein E-Book-Reader Licht drin hat. Es hat mich jetzt nicht so gegruselt, dass ich mir Licht machen musste.
gibt durchaus Bücher, da habe ich das schon gemacht. Oder ich erinnere mich auch noch an den Film, wo nach und nach dann die ganze Wohnung in Licht erstrahlt ist, aber es ist ein anderes Thema. Und es hat mich dann wirklich gepackt und sehr mitgenommen, weil ich diese Idee, was da im Grunde diese stillen Gefährten sind, was in diesem Haus passierte, was da auch zwischenmenschlich los war, was eben auch dann vorgefallen ist, was dann eben ja später im Grunde aufgearbeitet wird, das fand ich super interessant, super spannend gemacht und da hat es mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, wäre der Anfang ein bisschen bildhafter gewesen, hätte mich ein bisschen mehr in die Zeit mitgenommen und wäre das Sprachliche einfach angepasster gewesen, wäre es für mich wohl auch ein Highlight geworden. So muss ich einfach sagen, dass es mir persönlich fast ein bisschen zu lange zu Beginn gedauert hat, bis ich so drin war, also bis ich mich wirklich hineinversetzen konnte, bis ich mich zeitlich da eingebunden habe, aber sonst fand ich es wirklich toll. Geistergeschichte, ich weiß nicht so richtig, ob das der passende Untertitel dafür ist, ich glaube schon, dass er passend ist, weil er die richtigen Menschen zu dieser Geschichte heranzieht, also eben jemand, der gerne Geistergeschichten wie auch ich lese. Per se hätte ich es vielleicht nicht unbedingt als Geistergeschichte betitelt, aber ich kann es verstehen und nachvollziehen und finde es auch gut, dass man so eben die Menschen einfängt und die Geschichte angesprochen ist, weil ich glaube, dass es durchaus eben auch einfach passt, die stille Gefährten eben zu Menschen, die Geistergeschichten mögen. Ich fand's gut, ich fand's spannend, ich fand's packend. Und wie gesagt, der E-Book-Preis für 6 Euro ist absolut in Ordnung. Das finde ich beim Fester Verlag überhaupt sehr schön. Und vielleicht werde ich mich da jetzt doch öfter mal umschauen. Vielleicht habt ihr ja auch Empfehlungen aus dem Fester Verlag, die eben eher so in diese schaurigen Geistergeschichten geht. Dann natürlich gerne in die Kommentare. Finde ich toll, hat mir gefallen, war sehr packend, sehr spannend und auch sehr atmosphärisch. Und ja, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Auch etwas luftig, sommerlich Leichtes wurde in dieser Urlaubswoche von mir gelesen, nämlich der erste Band der Taste of Love Reihe. Ich vermute mal, dass das so, ja, der Untertitel der Reihe ist Geheimzutat Liebe von Poppy J. Anderson. Das Buch habe ich, glaube ich, irgendwie mal bei Christine entdeckt. Die hat das bei einer Avell-Bestellung mitbestellt. Und ich hatte da auch einiges im Warenkorb und dachte, das klang von Christine einfach so cool mit diesen Köchen und der Liebesgeschichte und wir sind irgendwie in Boston. Da bestelle ich mir das einfach mal mit. Das ist der Auftakt, ich glaube, einer 4- oder 5-teiligen Reihe, die aber nur lose zusammenhängt, beziehungsweise die wohl dieses Hauptthema eben Köche, Essen und eben Liebesgeschichte zusammen haben. Ich glaube nicht, dass der zweite Teil die Geschichte weitererzählt, sondern entweder trifft man auf Charaktere, die man schon kannte, aber ich habe tatsächlich noch nicht weiter in den zweiten Teil hereingeschaut. Ja, wir sind hier in Boston und wir treffen auf Andrew. Der ist ein sehr erfolgreicher Sternekoch. Ja, seine Eltern sind davon nicht so begeistert. Sein Vater ist Anwalt und er hätte sich gewünscht, dass auch er, sein zweiter Sohn sozusagen, in diese Richtung mit einschlägt. Doch Andrew fand eben schon immer Kochen toll, er mochte das Kreative, fühlt sich aber so ein bisschen ausgebrannt, führt endlos Diskussionen mit seinem Sous-Chef und merkt irgendwie, ich habe eigentlich gar keine so richtige Lust, gerade irgendwie in die Arbeit zu gehen. Ja, er möchte für ein paar Tage ausspannen und hat dann aber einen Autounfall, beziehungsweise ja, rammt im Grunde fast den Gegenverkehr. Und dabei bemerkt er, dass sein Reifen irgendwie Luft verloren hat oder verliert. Und die Dame im anderen Auto ist Brooke und die führt ihn sozusagen jetzt ins kleine Städtchen irgendwo in Maine. Sie selbst ist eigentlich Journalistin, unterstützt aber gerade ihren Vater bzw. ihre Eltern dort im Restaurant in so einer kleinen Pension, wo es auch 2-3 Gästezimmer gibt. Und sie selbst macht das sehr gerne, ihre Eltern unterstützen, ihre Mutter ist krank und sie fühlt sich da aber sehr, sehr wohl und hat aber ihr Leben natürlich komplett hinten angestellt und ist auch nicht ganz so begeistert von diesem Schnösel Andrew. Und sie erzählt ihm aber recht schnell, dass ihr das Restaurant mitgehört, also den Eltern. Und Andrew rückt nicht ganz mit der Sprache raus, dass er ein gefeierter Sternekoch ist. Und die beiden, da knistert es ein wenig, aber es ist relativ schnell vorhersehbar, dass das natürlich noch zu Problemen führt, dass Andrew nicht ganz ehrlich war. Ich fand die Geschichte locker, leicht, modern. Der Schreibstil war sehr angenehm zu lesen. Man kommt wirklich wunderbar durch dieses Buch. Man hat ein leichtes Gefühl, diese Liebesgeschichte, die so flirty beginnt. Natürlich auch erst so diese Abneigung, dann aber recht schnell tatsächlich in das Flirty übergeht. Das mag ich sehr gerne. Auch wie bereit beide irgendwie füreinander sind und wie diese Liebesgeschichte erzählt wird, fand ich sehr schön. Ich mochte die Thematik Essen, Kochen, Restaurant. Ich fand das sehr spannend zu lesen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
einfach da so ein bisschen mit einzutauchen, auch so diese Leidenschaft am Kochen zu spüren. Ich bin ja eher eine Bäckerin, sage ich mal, als eine Köchin, aber ich konnte das sehr gut nachvollziehen, wie entspannend es eben sein kann, irgendetwas zuzubereiten. Und ja, wie das eben dann auch noch abläuft, wenn man das eben professioneller macht als Sternekoch zum Beispiel. Was mich aber, und das ist tatsächlich das, was mich immer mal so ein bisschen stört, ist, dass Charaktere in Büchern Dinge dann so auf die Goldwaage legen. Ja, man kann ja natürlich sagen, also es führt natürlich zu Problemen, dass Andrew nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Ich muss aber sagen, dass ich immer nicht verstehe, warum, wenn man sich 5 Minuten kennt, breitet man doch nicht sein Leben aus. Und da frage ich mich immer, nimmt man es wirklich übel, dass jemand zu Beginn vielleicht irgendwas nicht komplett erzählt hat? Also er hat ja nicht so direkt gelogen, er hat es halt eher umschrieben, ist aber auf dieses Kochthema nicht eingegangen. Und ja, dass sie danach so nachtragend war, so zickig war, das fand ich sehr anstrengend. Ich mochte es, dass wir beide Perspektiven so ein bisschen erleben, aber ich fand sie, also obwohl sie beide super sympathisch waren, man ihre Motivationen gut verstanden hat, sie auch sehr gewachsen sind in der Geschichte, dieses Gezicke, das finde ich einfach ultra anstrengend, weil ich mich immer frage, wenn ich jemanden kurz begegnet bin, der erzählt mir oder umschreibt vielleicht etwas und lässt da mal was weg, ist ja nicht direkt eine Lüge, und wir kannten uns ja auch eigentlich noch gar nicht. Natürlich kann man sagen, er hatte bestimmt andere Momente, wo er das nochmal hätte erwähnen können, aber ich weiß auch nicht, ich finde, da wird um so eine kleine Mücke wird ein riesen Elefant gemacht, und ich denke mir immer, es gibt doch irgendwie Wichtigeres. Also, dass man sich verliebt hat, dass das zusammen irgendwie funktioniert, dass man beide eine Leidenschaft hat und so weiter, das finde ich tatsächlich super anstrengend. Zudem war es natürlich sehr vorhersehbar, also als er im Grunde schon nicht ganz mit der Wahrheit herausgerückt ist, dachte ich, ja, das wird am Ende bestimmt Probleme geben und ach Junge, erzähl es ihr doch, sie macht den Eindruck, wie wenn sie da bestimmt dann reagiert. Und da hat sich dann im Grunde die Geschichte in meinem Kopf schon gespielt. Und ja, es ist eine Liebesgeschichte, es ist eine leichte Geschichte. Natürlich erwarte ich am Ende bei einer Liebesgeschichte sehr häufig auch ein Happy End. Da ist halt eher der Weg das Ziel. Aber das war schon sehr vorhersehbar. Und auch tatsächlich nicht mit was Neuem und Spritzigen. Ja, ich fand es ganz angenehm, ich fand es ganz schön. Es war auch, denke ich, jetzt so das erste Buch von Poppy J. Anderson, was ich gelesen habe. Ich fand es schön, so für ein Sommerbuch. Es gibt aber durchaus in diesem Bereich schönere Geschichten und emotionalere Geschichten, die einen tatsächlich vielleicht noch ein bisschen mehr an die Charaktere bringt. Aber es war schön, wie gesagt, ich habe es gern gelesen, weiß aber jetzt tatsächlich nicht, ob ich die Reihe weiterverfolgen werde oder würde, weil es mich eben dann vom Stil doch nicht ganz so gefesselt hat. Vielleicht kennt ihr ja die Reihe oder habt auch noch den Band 2 oder 3 oder 4 irgendwie gelesen, dann könnt ihr mir das auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob sich das lohnt, weiterzulesen oder ob vielleicht der erste schon der beste Teil der Reihe war. Da wäre ich auf jeden Fall sehr gespannt, aber ja, ich habe es gelesen, es war schön, aber mehr tatsächlich auch erstmal nicht. Und das waren sie, die 5 Bücher. So rückblickend fand ich es wirklich eine richtig tolle Woche. Hat auch so ein bisschen alles abgebildet, was so ein bisschen lesetechnisch bei mir gerade auch gut gefällt. Und ich bin sehr gespannt, was ihr vielleicht zu Anfang Juli schon gelesen habt, beendet habt, ob ihr eins der Bücher vielleicht auch schon kanntet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Ja, ich habe in der Bücherwoche dann auch mit Sims 4 begonnen. Ja, mich hat ein bisschen Sibi vom Kanal Coyote Diaries angesteckt, die das ja auf Insta jetzt immer mal ein bisschen geteilt hat, dass sie damit wieder anfängt. Und ich habe ja seit Dezember einen neuen PC und habe mir dann auch recht schnell über Origin Sims 4 geholt. Ich war sonst totaler Sims 3-Fan, hatte zig Packs und keine Ahnung, was es da alles gab, und habe das super, super geliebt und wurde aber mit Sims 4 nicht so richtig warm. Ich habe es seit Dezember vielleicht auch erst so 2-3 Mal gespielt, habe jetzt aber so gedacht, so komm, jetzt holst du dir irgendwie nochmal ein cooles Add-on, habe mich dann auch für diese Jahreszeiten Add-on entschieden, was es bei Amazon, ich glaube, auf 50% reduziert, irgendwie für knapp 20 Euro gab, und dachte, ja, jetzt spielst du einfach mal wieder drauf los, und es hat doch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch auf YouTube mal so geguckt, was Leute so spielen, was gibt es noch für Add-ons, wie werden die empfohlen, und bin da auf verschiedenste Challenges gekommen, die Leute nutzen, damit eben Sims nicht so langweilig irgendwie ist. Ja, manchmal verliert man ja doch so ein bisschen die Lust dann an seiner Familie, und ich musste so lachen, es gibt irgendwie eine schwarze Witwen-Challenge, wo man im Grunde so eine Art bösen Sim erstellt, der dann irgendwie zum Serienmörder wird, und da muss man irgendwie 10 Ehemänner ehelichen und die dann umbringen. Also finde ich großartig makaber.
Aber ja, also es gibt da unglaublich viel, wenn man da auf YouTube mal losgeht. Es gibt ja auch massig an Let's Plays. Ja, da spiele ich dann lieber selbst, als mir ein Let's Play anzugucken. Aber so Challenges, so Ideen oder auch wirklich zu den Add-ons sich anzuschauen, was bieten die, da finde ich tatsächlich dann auch YouTube-Videos super spannend und auch diese Kanäle spannend, weil man dann eben doch auf sehr charmante Art recht schnell erfährt, wie so ein Add-on funktioniert und was da gut und schlecht ist. Und ja, da habe ich dann ein bisschen gespielt, hat auch wieder super viel Spaß gemacht. Ich lasse da in der Regel einfach so ein bisschen meine Playlist an Musik laufen. Ich könnte, glaube ich, dazu kein Hörbuch hören, weil ich dann doch ein bisschen zu konzentriert bin, was das Spielen angeht, aber Musik geht wunderbar und das macht auf jeden Fall auch Spaß. Und ja, habe ich im Urlaub dann sozusagen für mich entdeckt, eigentlich eher ein Herbst-Winter-Ding, aber es war ja sehr herbstlich, von daher hat das dann auch ganz gut gepasst. Ja, dann haben wir zusammen A Quiet Place angeschaut. Der Film ist ja aus 2018 und es kommt jetzt in die Kinos oder ist schon in den Kinos der zweite Teil zu sehen. Die Kinos haben ja erst seit 1.7. wieder auf. Ich bin mir jetzt auch ziemlich sicher, dass er jetzt schon läuft. Und ich muss sagen, an mir ist ja irgendwie 2018 vorbeigegangen. Ich habe schon den Hype so ein bisschen mitbekommen. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher, ob er hier in den Kinos vielleicht gar nicht so lief oder nur kurz lief. Ob ich irgendwie 2018... war ich da im Urlaub zu der Zeit, also das kriege ich alles so nicht mehr zusammen. Ich muss aber echt sagen, es war ein unfassbar geiler, dystopischer Endzeitfilm, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich mag es, wenn man so postapokalyptische Filme hat, also auch The Walking Dead mit den Zombies zum Beispiel, oder es gibt da allerhand Filme, die in diese Richtung gehen. Und ja, wie hier eben auch schon der Titel sagt, geht es eben darum, dass man ruhig ist. Und denn wenn man das nicht ist, ja, passiert etwas. Und es hatte wahnsinnig tolle Thrill-Elemente. Es war zum Teil hochgradig spannend, also dass man total angespannt da gesessen hat. Und es gab ja nicht viel Dialog. Das war wahnsinnig gut gemacht. Also auch die Schauspieler Emily Blunt und ihr Ehemann John Krasinski fand ich hammermäßig gut. Also muss ich echt sagen, beide großartig die Eltern gespielt, die zusammen eben mit drei Kindern jetzt in dieser Postapokalypse sind. Ich fand das Hammer. Also ich muss echt sagen, richtig, richtig toll. Und John Krasinski hat auch Regie geführt, macht er wohl jetzt auch im zweiten Teil. Und ich muss echt sagen, Hammer, Hammer, Hammer. Also ich bin da mehr als begeistert. Und Emily Blunt mag ich als Schauspielerin sowieso super, super gerne. Und ja, also wirklich absolute Filmempfehlung, wer so ein bisschen was Postapokalyptisches mag und sich darauf einlässt. Erinnert so ein bisschen vom Atmosphärischen an Bird Box, wo man ja nicht nach draußen schauen durfte, weil ja dann irgendwie der Wahnsinn über einen hereingebrochen ist. Während es hier eben wirklich so um diese Stille geht oder um die Geräusche, die man machen kann soll. Ja, im zweiten Teil spielt ja... der eine Schauspieler, der auch, ach meine Güte, Scarface bei Batman gespielt hat, in der Trilogie von Christopher Nolan. Ach meine Güte, es liegt mir auf der Zunge. Ja, der auch in Time einen Timekeeper gespielt hat, der auch, ja, auf jeden Fall der Schauspieler, ihr wisst es bestimmt, spielt im zweiten Teil auch mit und das ist definitiv, glaube ich, schon auch ein Film, den man im Kino sehr, sehr genießen kann. Und mal sehen, vielleicht schlägt es mich ja im Sommer tatsächlich noch in die Kinos. Man sollte das ja ausnutzen, solange es möglich ist. Man weiß ja nicht, was so ab Herbst irgendwie wieder sein wird. Aber ja, absolute Filmempfehlung, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, sonst war in der Woche nicht so viel, eben einfach, weil die Pläne anhand des Wetters nicht so die Möglichkeit geboten haben. In der dritten Bücherwoche hatte ich jetzt schon ein ganz, ganz tolles Erlebnis zu Beginn der Woche und es ist auch noch was fürs Wochenende geplant. Das erzähle ich euch dann aber natürlich in der nächsten Bücherwoche. Und ja, ansonsten bin ich wirklich sehr entspannt und merke, dass wirklich so die dritte Woche... Ja, das ist wirklich so eine tiefe Entspannung zum Runterkommen und ja, mal sehen, was sie noch so zu bieten hat und hoffentlich ein bisschen vom Wetter.
mal ein bisschen trockener zumindest ist. Ich erwarte schon gar keine 25 Grad mehr. Ich wäre schon nur über Trockenheit sehr dankbar, dass eben nicht überall Gemetsche ist und überall irgendwelches Geröll abfällt im Gebirge und keine Ahnung. Also das darauf habe ich einfach keine so große Lust. Ja, ich glaube, das war es jetzt soweit von mir. Ich bin sehr gespannt auf die Bücher, die ihr so gelesen habt. Danke auf jeden Fall jetzt schon fürs Zusehen. Freue mich, euch dann auch in den Hangouts zu sehen. Seid da am Dienstag und Freitag auf jeden Fall mit dabei. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.